Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Cinematic-Video. Heute geht es um ein Mini-Terrarium. Ich bin mir sicher, ihr habt so ein paar Videos schon mal auf YouTube gesehen über ein Mini-Terrarium. Nun, wir wollen uns auch einmal davon überzeugen, wie das so alles funktioniert. Und wenn ihr Bock habt, dass wir diese Serie weiter fortführen, dann gebt uns einfach mal einen Daumen nach oben. Wir fangen auch direkt an mit unserem Setup, das wir für das Mini-Terrarium brauchen. Als erstes brauchen wir eine Flasche. Das ist bei uns eine Weinflasche, weil wir wollen das ganze Terrarium in einer Weinflasche gestalten. Dann haben wir hier eine Heißklebepistole, ein Kreppband, einen Stein und dann auch ein paar Utensilien, die wir dann halt in die Flasche reinfüllen können. Los geht's! Nachdem der Rand dann vollkommen mit Krepppapier verkleidet ist, kann auch schon der Stein eingesetzt werden und rundherum um den Stein wird dann mit Heißkleber so eine Art Deckel gegossen. Das Krepppapier dient dazu, dass man dann, wenn der Kleber ausgehärtet ist, das Ganze einfach abziehen kann, ohne dass es irgendwie an der Flasche festklebt. Und wie du sehen kannst, passt auch der Stöpsel perfekt auf die Flasche und verschließt sie luftdicht. Du hast dich sicher schon gefragt, was mit dem Etikett passiert ist. Wir würden euch empfehlen, das Etikett nicht mit Feuer abzumachen, wie wir das hier demonstrieren. Dadurch kann das Glas springen und da ist die Verletzungsmöglichkeit riesengroß. Wir haben es einfach unter Wasser abgewaschen und abgerubbelt und das geht bei weitem schneller. Nachdem also der Deckel fertig war, ging es auch schon in den Wald oder bei uns in den Garten und dort haben wir die Pflanzen bzw. Stöcke und den Erdboden eingepackt, den wir dann in die Flasche packen wollen. Und nachdem wir an die Flasche noch vier Steine als Füße dran geklebt hatten, kam es auch dazu, dass wir nun das Terrarium befüllen. Dafür hatten wir unterschiedliche Utensilien. Wir hatten eine lange Pinzette, wie man es hier sieht, dann einen Scherschlägspieß und eine kleinere Pinzette. Und so wurde befüllt. Ja, das war's mit diesem sehr, sehr aufwendigen Video. Wenn es euch gefallen hat, die Arbeit, die wir hier reingesteckt haben in dieses Video, dann zeigt es uns doch mit einer Bewertung, wird uns mega freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dann noch eine weitere Serie oder Folge von dem Mini-Terrarium haben wollt, wie das so alles da drinnen vonstatten geht. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag euch noch und ciao.